Soll ich euch mal verraten, was noch schlimmer ist als krank im Bett liegen? Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist 7, kurz nach 7 und ich mache gerade uns wieder einen Smoothie aus Pink Grapefruit, diesmal wirklich Pink Grapefruit Saft, weil letztes Mal habe ich ja gesagt, ich nehme Pink Grapefruit, aber habe dann O-Saft genommen. Mit Rote Beete, Ingwer, Spinat, eigentlich wieder genau das gleiche. Und Marie geht es heute leider nicht so gut und die ist noch im Bett und deshalb kriegt sie jetzt mal erstmal so einen Gesundheitstrunk. Hallo, auch von mir. Ich bin gerade mal aus meinem Krankenlager aufgestanden. Und mir eine heiße Zitrone zu machen. Ich habe jetzt heißes Wasser, Entschuldigung, so wird es heute den ganzen Tag gehen, auf Ingwer draufgekippt und jetzt lasse ich das ein bisschen abkühlen. Dann habe ich außerdem eine Zitrone und eine Orange ausgepresst und dann kommt der Saft dann nachher in das heiße Wasser rein, also wenn es nicht mehr heiß ist. Alex macht mir gerade ein Brot zum Frühstücken und einen Smoothie habe ich ja auch schon gekriegt. Und dann habe ich Ortomol neben meinem Bett stehen und Soledum. Hier. Und das. Einmal mit Kresse und einmal mit Rucola. Ja. Soll ich dir ins Bett bringen? Ich kann es auch selber mitnehmen. Ach, du gehst jetzt wieder ins Bett, ja, oder? Gestern habe ich mit meiner Schwester telefoniert und da habe ich noch zu ihr gesagt, ja, ich finde es total toll, ich bin gar nicht krank geworden. Dabei sind ja jetzt eigentlich alle krank. Und dann dachte sich das Universum so, Marie, bitteschön, du wolltest das, du kriegst es. So, jetzt lege ich mich wieder hier rein. Ich bin irgendwie so, mir geht es eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich habe so, das kriege ich aber immer, wenn ich irgendwie krank werde, dass ich so die Klamotten auf der Haut spüre und dass ich so Hautschmerzen habe. Und das kennen ganz viele Leute nicht, aber ich glaube, ein paar kennen das auch. Und das ist immer für mich so das Zeichen, da ist was im Busch. Und deswegen bleibe ich einfach im Bett, mache mir einen ganz gemütlichen Tag, werde viel trinken, vielleicht kann ich auch ein bisschen schlafen. Ich habe heute Nacht auch nicht gut geschlafen. Irgendwie so unruhig und dummes Zeug geträumt und nichts Bequemes gefunden. Dann war mir so heiß und dann war mir wieder kalt und crazy Sache. Ja, deswegen ist heute Chillare im Bett angesagt. Auch mal nicht so schlecht. Ich bin froh, dass ich heute zumindest nichts so ganz Wichtiges auf meiner To-Do-Liste hatte. Nichts, was nicht noch einen Tag warten kann. Das ist ein gutes Gefühl, finde ich. Soll ich euch mal verraten, was noch schlimmer ist als krank im Bett liegen? Wenn die Nachbarn gleichzeitig irgendwie eine Wand einreißen bei sich oben. Die bohren ununterbrochen. Also es sind immer nur so ganz kurze Pausen und dann bohren sie wieder ewig am Stück. Mein Kopf dröhnt schon richtig. Das ist furchtbar und ich glaube, die machen das direkt über diesem Zimmer. Das hört sich an, als wäre es... Oh, wobei. Doch, ich glaube, es ist so irgendwo in der Ecke. Keine Ahnung. Ganz, ganz furchtbar. Und kein Ende. Help me. Unglaublich, was da oben abgeht. Du siehst so süß aus in deinem Bettchen hier. No. Aber not today, Schatz. Lies es lieber mal durch. Das perfekte Buch heute. Ja, ich sitze ein bisschen am Computer und mache verschiedene Sachen. Ich hatte mal wieder eine Idee und bin an so einem Projekt hängen geblieben und brainstorm da so ein bisschen und mach verschiedene Sachen und so. Das macht einfach, ich liebe es selber, irgendwie eigene Dinge so zu machen. Mal schauen, was daraus wird, ob daraus was wird. Ja, aber das ist Zukunft, ganz wirklich Zukunftsmusik, aber es macht mir immer Spaß, irgendwie was, sich was zu überlegen und dann ist man voll motiviert, irgendwie das weiterzumachen. Und die da oben haben echt, das ist ja ganz krass, die reißen echt die Bude ab, glaube ich. Leute, es ist so schweinekalt, es hat minus 10 Grad einfach, es ist echt richtig kalt. Und ich habe mich jetzt auf den Weg zur Uni gemacht, denn ich werde meine Bachelorarbeit jetzt offiziell anmelden. Also ich habe ja schon was geschrieben und sowas, aber jetzt will ich sie endlich anmelden, damit ich sie auch endlich mal irgendwann abgeben kann. Und dann gehe ich noch einkaufen und ich gehe zur Apotheke, um für Marie was zu holen. Deshalb bin ich auch im Auto unterwegs, weil ich dann ja zügiger immer so alles unter hier irgendwie abklappern kann, so in den Ecken. Und
dann fahre ich wieder nach Hause, denke ich, und mache irgendwas zu essen oder so. Mal sehen, weil es auch in der Bib, der schreibt gerade auch nämlich seine Bachelorarbeit. Und dann schaue ich kurz bei dem vorbei, wie es bei dem so läuft. Das immer finde ich auch ganz cool. Das habe ich früher auch beim Lernen immer gemacht. Habe ich immer bei den Freunden so vorbeigeschaut. Und wie läuft's? Und wenn die gesagt haben, oh, läuft nicht so gut, da war ich immer beruhigt, weil es bei mir auch nicht lief. Oder andersrum dann auch. War auch dann cool, wenn es bei beiden lief und so. Ja, jetzt lege ich los und laber nicht mehr weiter. Ich bin jetzt noch eine Runde einkaufen. Und zwar muss ich noch Erkältungstee kaufen und einfach fürs Abendessen heute Abend mit der Bachelorarbeit. Konnte ich jetzt noch nicht ganz alles machen, wenn noch was gefehlt hat. Aber das mache ich zu Hause dann fertig und gebe es einfach in den nächsten Tagen dann ab. Und schaut mal, es gibt einfach einen Flamingo-Tee hier. Ist der krass. Aber den kaufe ich jetzt nicht. Ich kaufe nämlich irgendeinen Kräuter-Gesundheitstee oder sowas. Ich könnte ihr auch einen Fenchel-Tee mitbringen, da freut sie sich bestimmt nicht. So, jetzt war ich gerade noch bei der Apotheke und habe Otomol gekauft. Das ist echt gut, wenn man überhaupt nicht krank werden will. Und dann habe ich noch eine Überraschung von Marie mitgebracht. Habe ich bei Mediamarkt gerade 2 Staffeln Game of Thrones gekauft. Natürlich habe ich die Staffel nicht geschaut. Ja, wir haben nämlich Probleme gehabt, das irgendwo anzuschauen. Und hatten das ja immer auf DVD, aber nur die ersten 2 Staffeln. Und deshalb habe ich es jetzt gekauft einfach. Ich glaube, 15 Euro kostet eine Staffel oder sowas. Finde ich eigentlich voll okay. Und jetzt geht's ab zu Marie. Ich denke, dann essen wir was. Ah, es ist so kalt, Leute. Zurück und Artischocken habe ich auch gekauft und die wird es jetzt gleich mal geben. Das war eine der Überraschungen, die ich Marie mitgebracht habe, weil sie liebt Artischocken und das wird es jetzt als Snack davor so geben. Deshalb koche ich hier schon Wasser und den Rest muss ich jetzt erstmal verräumen. Jetzt gibt es die Vorspeise der Artischocken. Im Bett, das erste Mal, dass wir im Bett essen, gell? Aber heute ist es genehm. Heute muss das sein. Ja. Guten Appetit. Guten Appetit. Ich habe hier noch Servietten. Beziehungsweise Zeber. Oh, es ist toll. Danke. Bitte. Schaut mal, wer da ist. Von den Toten auferstanden. Durch den Hunger in die Küche getrieben worden. Ja, wir essen jetzt ein kleines Stück Cake, Kuchen. Und hier gibt's... I only came for the cake. Cake. Ja, auf jeden Fall gibt's Kurkuma Latte. Und zwar ist es einfach wieder Mandelmilch mit diesem Kurkuma-Pulver. Gesundheit. Ja. Oh, guck mal, das machen wir einfach halb. Ja, ja. Schöne große Stückchen. Ja, ne? So, der Tag neigt sich langsam dem Ende und ich koche jetzt was. Und zwar werde ich eine Bowl machen, wieder mit Reis. Und dann habe ich Brokkoli ja vorhin gekauft, weil Marie hat gemeint, Brokkoli sei sehr gut, wenn man krank ist. Und zwar gibt es einfach Brokkoli, machen wir, und Blumenkohl. Das werde ich einfach so ein bisschen im Salzwasser dämpfen. Und dann gibt es noch Pilze, werde ich machen. Und dazu gibt es noch Kichererbsen und weiße Bohnen, die werde ich anbraten. Und ich denke, das schmeckt dann sehr gut. Hier drin köchelt jetzt schon der Reis. Hier habe ich den Blumenkohl und den Brokkoli reingetan. Da tue ich jetzt nachher ein bisschen Salzwasser rein und lasse das einfach so 5 bis 10 Minuten köcheln. 10 Minuten wahrscheinlich eher. Und schaut mal, hier habe ich gerade noch Pilze geschnitten. Gebt euch mal, wie riesig diese Pilze waren. Schaut mal, die sind ein Monster gewesen. Die brate ich dann noch extra in der Pfanne an. Die kommen dann auch oben drauf auf die Bowl. Und die Kichererbsen brate ich noch an. Das mache ich jetzt, glaube ich, als erstes. Ne, als erstes muss ich jetzt die Pfanne spülen. Und die Spülmaschine ausräumen. So, hier drin habe ich jetzt den fertigen Reis reingetan. Und hier sind jetzt die Zutaten. Also hier Brokkoli und Blumenkohl. Ja, ihr wisst Bescheid. Das Ganze kommt jetzt hier drauf. Als Topping quasi, also so machen wir immer die Bowls. Unten rein Reis oder Couscous oder Quinoa oder keine Ahnung, irgendwas. Und dann so Toppings drauf. Leute, langsam könnt ihr mich Bowlmaster nennen. Also die, finde ich, sieht richtig geil aus. Und jetzt kommt noch die Erdnusssoße drüber. Die steht da drin noch. Ich rühre mich immer hier in der Spüle um, damit es nirgends hinspritzt. Oh, Leute,
begrüßt mich unter den Lebenden. Hello, it's me. Ich habe jetzt gerade geduscht und das war richtig herrlich. Also bitter notwendig und richtig herrlich. Jetzt fühle ich mich schon gleich wieder wie ein neuer Mensch. Und habe mich ordentlich eingepackt hier in diesem Ding. Ich muss sagen, mir ist auch ziemlich warm. Hier in dieser ganzen Wohnung ist es ziemlich warm. Und ich bin Alex so dankbar. Ich habe den besten Freund der Welt. Der sich so gut um mich gekümmert hat. Und mir geht es schon so viel besser als heute Morgen. Also ich hatte halt so richtige Gliederschmerzen. Mein ganzer Körper hat sich einfach so entzündet angefühlt. Und Alex hat einfach gut auf mich aufgepasst und mir alles gebracht, was ich wollte und alles für mich gemacht und ich musste überhaupt mich gar nicht rühren und es war einfach ein sehr entspannter, relaxer Tag. Ich habe dann auch irgendwann ein bisschen schlafen können, als die Nachbarn dann mit ihrer Baustelle aufgehört haben oder was auch immer das jetzt für eine Baustelle war. Und ja, ich habe so ein Ding genommen, so was Englisches. Lemsip nennt sich das, mit Paracetamol und so weiter. Das ist echt immer so meine Notlösung. Also ich nehme sowas echt nicht gerne. Aber wenn es einem so richtig dreckig geht, gerade mit so Erkältung, ein bisschen Fieber, Husten, Gliederschmerzen, dann rettet einen das immer so ein bisschen. Danach habe ich 1,5 Stunden geschlafen und dann ging es mir echt besser. Aber ganz wichtig, wenn man so Zeug nimmt, muss man natürlich immer bedenken, dass man dann nicht auf einmal denkt, wow, ich bin gesund und jetzt kann ich wieder alles Mögliche machen. Sondern halt weiß, man ist eigentlich immer noch krank. Die Symptome sind nur unterdrückt worden, sozusagen, so ein bisschen. Oh, geil. Und ich meine, wenn ich so ein Essen sehe, da kann ich ja nur gesund werden. Das ist ja der Wahnsinn. Da hat mir die Zunge gebissen beim Reden. Vor Euphorie. So, guten Morgen. Kleines Status-Update. Wir haben gerade was gefrühstückt, beziehungsweise Maria hat im Bett gefrühstückt. Bei der geht es leider noch nicht besser, eher vielleicht ein bisschen schlechter sogar. Und ich, ja, halt mich wacker. Mal gucken. Ich hoffe, es bleibt so. Und jetzt setze ich mich ein bisschen ans Videokonzept dran, gehe vielleicht nochmal zur Apotheke und kaufe irgendwie ein paar Mittel für Marie oder sowas. Und dann mal sehen, was der Tag so bringt. Und los geht's zum Apothekengang Nummer 2. Ja, ich kaufe die Sachen jetzt ein. Und ein bisschen Zeug zum Essen kaufe ich auch noch. Ein bisschen Gemüse und so Zeug, dass wir da nicht leer gehen hier. Und dir geht's gut? Geht's dir gut, Mini? Ich glaube, dir geht's hervorragend, gell? Da unten kommt der andere ja schon. Willst du auch gestreichelt werden, oder was? Ich bin wieder zurück vom Einkaufen und ich habe mir gedacht, ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich so eingekauft habe, weil ihr das ja auch immer sehr spannend findet und weil sonst, glaube ich, in diesem Vlog nicht so viel passiert. Also ich räume jetzt einfach mal aus. Und das ist der ganze Einkauf. Also wir fangen hier mal an. Das sind wir, diese Pimiento de Padron. Die machen wir keine Ahnung wann. Dann Sprossen habe ich gekauft für eine asiatische Suppe, einmal Champignons und dann einmal Austernpilze. Ich habe gedacht, vielleicht sind die ganz cool für die Suppe. Dann habe ich Celery-Sticks gekauft. Da habe ich gedacht, das ist vielleicht ganz cool zum Snacken für Marie. Käse, Heidelbeeren sind auch super gesund. Mango, Ingwer, damit ich auch gesund bleibe. Eine Avocado, dann Maultaschen. Hier, wie heißen sie? Ich sage immer Limon. Zitronen, Kartoffeln, Salat, Paprika, und noch ein Kaffee habe ich gekauft, weil der ist auch leer. Und jetzt packe ich alles in den Kühlschrank rein, beziehungsweise den Kaffee nicht in den Kühlschrank, den tue ich einfach in mein Glas. Hallo zusammen, ich melde mich auch mal. Die Grippewelle hat im Hause Manda zugeschlagen. Hallo. Hey, nee. Ich bin noch. Hier, Alex. Na, ich kämpfe noch, aber ich bin schon echt auch am Arsch ein bisschen. Wir haben gerade einen Mittagsschlaf beide gemacht. Alex hat sich mit ins Bett gelegt und ich glaube, wir haben über eine Stunde geschlafen. Oh, ja, ich habe schon die zweite Paracetamol heute intus, weil ich so Kopf- und Gliederschmerzen habe. Nicht mehr feierlich. Und auch ein bisschen Fieber, glaube ich. Trinke ganz viel Ingwertee, ganz viel Wasser, habe inhaliert. Alex hat auch so Pimentol
Creme gekauft zum Einreiben, Soledum genommen, weiß nicht, Gemüse gegessen. Aber das ist hartnäckig, was sich hier eingeschlichen hat. Okay, das wollen wir jetzt mal nicht übertreiben, ne? Das hat gestern angefangen. Aber trotzdem ist es schon echt lang her, dass mich was so ausgenockt hat, dass ich im Bett liegen musste. Um genau zu sein, glaube ich, genau ein Jahr. Als ich in der Domrep die Lebensmittelvergiftung hatte. Stimmt. Ja. Oh. Over and out. Peace. Mittlerweile ist es jetzt kurz vor 6 oder 6 Uhr. Und ich werde jetzt was kochen. Und zwar gibt es diese asiatische... Ich spreche es bestimmt wieder falsch aus, also sorry. Auf jeden Fall, oh Gott, ich bin völlig Matsch im Kopf. Ja, ich mache das jetzt auf jeden Fall wieder auf eatthis.org. Die zwei, ja. Zwei Crampies. Also ich glaube, die Deutschen sagen alle Pho. Das heißt aber nicht Pho. Sondern Vietnamesen sprechen das mit so einem Singsang, so Pho, Pho. Irgendwie so ja, ganz straight. Aber ich kann ich weiß es auch nur, weil eine Freundin von mir Vietnamesin ist. Und deswegen sagen wir das auch immer so merkwürdig. Ich glaube nämlich, das hat letztes Mal jemand kommentiert. Meint ihr nicht einfach von, also wo? Aber, ne, wisst ihr Bescheid. Und das ist dieses Gericht, wo man so verrückt, oh nein, das backt ja schon fest. Scheiße. Ja, wo man unter ständigem Rühren eigentlich, und ich habe nicht ständig gerührt, hier das Ganze, die Gewürze erstmal anbraten soll. Hoi, hoi, hoi. Ganz schön. Das riecht zornig, gell? Uiuiui, das wird eine gesunde Suppe auf jeden Fall. Vielleicht mache ich es ein bisschen runter. So, mittlerweile hat das Ganze echt lang genug gekocht. Ich habe da hier die Pilze und diese Bohnen. Wie heißen nochmal diese Bohnen? Die haben speziellen Namen. Habe ich jetzt vergessen. Und das kocht jetzt schon echt eine Ewigkeit. Jetzt koche ich noch schnell Wasser und tue dann da diese Reisnudeln aufweichen. Und dann kommen die unten in die Bowl oder Schüssel oder was auch immer. Und dann kommt diese... die wir hier haben, drüber. Und dann kann man noch hier als Topping so ein bisschen Sprossen und Frühlingszwiebeln und so reintun. Wir haben auch wieder diese Algen gemacht. Das sind diese getrockneten Algen, die dann so aufgehen. Haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gezeigt. Und das mache ich jetzt mal. Ich glaube, wir nehmen wir die silbernen Schüsseln, okay? Ja. Ach, die sind eine Spülmaschine, weil wir sie gestern gehabt haben. Und fertig ist die Fond. So sieht das Ganze aus. Hier habe ich einfach die Algen hingelegt und da habe ich die Sprossen und die Frühlingszwiebeln draufgeworfen. Hier noch eine Limette. Here comes the food, here comes the food. Wow. Bitteschön. Danke. Guten Appetit, damit du wieder gesund wirst. Es ist nächster Tag. Hallo. Wie geht's dir heute? Ja, Update also, nochmal. Update. Meine Gliederschmerzen sind jetzt immerhin so einigermaßen weg. dafür habe ich jetzt eine sehr merkwürdige Stimme, habe Halsweh ein bisschen und ein klein wenig Schnupfen ist dazu gekommen. Und ich bin so müde, ich muss mich jetzt wieder hinlegen ins Bett. Ja. Es war jetzt schon anstrengend, nur was zu essen. Und ich habe, glaube ich, heute Nacht nicht so gut geschlafen. Es war nicht so eine erholsame Nacht. Deswegen muss ich heute nochmal im Bett bleiben und viele Mittagsschläfe machen. Ich schneide jetzt den Vlog. Mir geht's ganz gut eigentlich. Also eigentlich kann ich nicht klagen. Und jetzt klingelt's. Deshalb beenden wir jetzt den Vlog und hoffen, euch hat er gefallen. Schönen und sehen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Tschüss. Tschüss. So, der Teig nagt sich. Nagt sich. So, der Teig.